Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Klaus Wenderoth. Das bin weiterhin ich. Ich habe heute zum Thema die Optimierung von Audioproduktionen, also die Suche nach dem perfekten Sound. Dabei bin ich vor einiger Zeit über einen sehr interessanten Dienst gestoßen, nennt sich Auphonic. Ja, und heute bei mir am Telefon ist der Georg Holzmann, einer der Macher, kommt aus Österreich und ich freue mich, dass er uns heute ein bisschen mehr darüber verrät, was eigentlich hinter Auphonic steckt. Hallo Georg. Ja, hallo Klaus. Schön, dass du da bist. Ich habe es eben schon einmal so ein bisschen vorweggenommen. Hinter Auphonic stehst ja nicht nur du. Vielleicht bist du eben so nett und stellst uns mal dein Team auch vor. Ja, klar, das bin nicht nur ich, der da mitmacht. Und also wir sind im Moment 5 Personen, die mitarbeiten. Und außer mir gibt es dann auch den André Rattinger, der war der zweite, der quasi dazugestoßen ist. Der André macht sehr viel Websachen bei uns und also das ganze Websystem und Webinterface. Dann gibt es noch den Ferdinand Fuhrmann, der ist dann auch gleich dazugestoßen. Der arbeitet sehr viel an den Audio-Algorithmen und die ganzen Music Information Retriever nennt sich das, also die ganzen Classifier, die erkennen, was wo in der Musik passiert und lauter so Sachen. Dann gibt's noch den Florian Hollerweger. Der ist auch Audio-Engineer. Also wir kennen uns quasi alle vom Studium hier in Graz. Da gibt's ein Toningenieurstudium. Und der Flo arbeitet auch an Audiosachen und tut auch einiges bloggen in letzter Zeit. Und als nächstes gibt's noch den Christoph Beuer. Der Chris hat jetzt hauptsächlich die iPhone-Version von unserem System quasi gemacht und die Android-Version und der studiert auch hier in Graz an der TU oder hat studiert. Und ja, das ist jetzt natürlich nur eine zeitliche Reihung, wie die Leute so dazugestoßen sind. Das ist dein Team. Genau, das sind, also man sieht da genaueres bei uns auf der Webseite, gibt es so eine Seite darüber. Die nennt sich About Us, da ist jeder so ein bisschen vorgestellt. Ja, war ich schon drauf, habe ich auch gleich gesehen. Du hast auch öfter eben schon mal das Wort, hat studiert, studiert noch und. Ihr seid alles junge Männer, so um die 30 herum. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Da gibt's ja mit Sicherheit auch eine Story. Hinter Auphonic passiert ja nicht einfach so, dass man sowas einfach mal ins Netz setzt. Da steckt ja einiges dahinter und da gibt's ja wahrscheinlich auch eine kleine Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, Georg? Ja, angefangen hat es, ich bin irgendwann einmal zum Podcast hören gekommen und also hauptsächlich durch die Podcasts am Anfang vom Tim Pritlaff, das ist ein deutscher Podcaster, der vielleicht einigen bekannt sein wird. Und dann hat es einmal so ein Hörertreffen in Wien gegeben, wo er von seinen Problemen geredet hat, was es alles gibt beim Podcasten, also wie man verschiedene File-Formate erstellt oder wie man schauen muss, damit alle verschiedenen Sprecher gleich laut sind oder sonstige Sachen, was es da gibt. Und naja, also da ich ein Toningenieur bin und auch Informatiker, habe ich gedacht, okay, das kann man ein bisschen automatisieren. Und das hat eben angefangen mit so kleinen Versuchen, so kleinen Skripts sowas zu machen und ist dann immer größer und komplexer geworden. Und also ich komme aus dem Machine Learning Bereich. Das hat dann auch alles mit reingespielt, dass man eben quasi versucht zu erkennen, um was es geht im Audio und dann die Bearbeitung automatisiert hinzubekommen, so wie das ein Toningenieur sonst manuell auch macht. Aha. Und das war irgendwie der Anfang vom System. Und nachdem es dann schon eine gewisse, nachdem schon was gegeben hat zum Herzeigen, habe ich dann auch mal den Team angeschrieben und der war dann auch gleich begeistert davon. Und so hat es dann den Lauf genommen. Damit ging's los. Und ihr habt ja eigentlich so von Anbeginn an eine ganze Menge Lorbeeren, glaube ich, auch schon geerntet. Was begeistert denn eigentlich die Leute sofort an eurem Dienst? War das jetzt vor allen Dingen die Zeitersparnis? Ich meine, ihr habt es selber ja auch im Einsatz und man spart ja unter anderem auch
eine Menge Zeit durch die Nutzung. Ja, es sind eben zwei Sachen, die man spart. Also erstens Zeit und natürlich auch Wissen. Also wenn man zum Beispiel von Audio nicht viel Ahnung hat, dann muss man mal wissen, wie man Kompressoren und Limiter bedient und sonstiges Zeugs oder vielleicht noch Noise Reduction, wenn man Hintergrundgeräusche rausfiltern will. Und es kann natürlich erstens einmal benötigt es ein gewisses Wissen von den Sachen, und wenn man das Wissen hat, benötigt es natürlich eine gewisse Zeit, damit man das bei jeder Aufnahme macht. Und Podcasts können ja auch gern sehr lange werden, und wenn man dann alles quasi manuell nachbearbeitet, dann kann das schon sehr zeitaufwendig werden. Das kann ich bestätigen, ja. Das ist so. Ja, und dann kommen noch die anderen Sachen, die so drumherum passieren sollten, wie korrekte File-Formate erstellen und am besten gleich mehrere für Browser und für verschiedene Geräte und für verschiedene Qualitätsstufen und das korrekte Handling der ganzen Metadaten, die man dann in verschiedenen File-Formaten immer anders behandeln muss. Mhm. Und das kommt halt dann alles so dazu, und das kann man eigentlich alles ganz gut automatisieren. Ja, genau, das ist ja das Stichwort. Automatisieren. Und Zielgruppe, wenn man so will, sind eigentlich zum Beispiel Podcaster oder auch Radiomacher oder Audioautoren und und. Was habe ich vergessen, Georg? Was noch sehr sinnvoll ist, ist natürlich zum Beispiel hier, wird es auch auf der Uni verwendet, weil da fallen große Mengen an Audiodaten an, wenn so die Lehrveranstaltungen aufgezeichnet werden und solche Sachen, was immer mehr im Kommen ist. Und da kann man natürlich jetzt nicht irgendwen manuell dahinter setzen, der jetzt da alles nochmal durchhört und nachbearbeitet. Das wäre zu viel zeitlicher Aufwand. Oder das gleiche Problem gibt es natürlich bei Konferenzen, wo man auch Tage an Audiomaterial auf einmal bekommt. Und das kann man natürlich auch nicht manuell nachbearbeiten. Das sind so die Gebiete, die für uns interessant sind. Okay. Ja, jetzt haben wir sozusagen aktuellen Stand der Dinge. Korrigier mich mal. Ich denke, euren Dienst jetzt gibt es so seit 2010, 2011. Ist das richtig? Nein, den gibt es seit April 2012. 2012, also so jung genau. Noch tatsächlich. Mein Gott. Yeah. Ja. Gut, da habe ich, vielleicht gab es den Blog ja schon früher. Den Blog gibt es ja früher, genau. Genau, da war ich dann irgendwie ein bisschen auf dem Holzweg. Mhm. Was habt ihr denn, ihr habt ja mit Sicherheit noch was vor. Wie geht's denn weiter jetzt? Technische Neuerung, Weiterentwicklung, ist da was zu erwarten, Georg? Ja, wir haben natürlich sehr viele Ideen. Also jetzt einmal so kleinere Ziele in nächster Zeit sind einmal... Ja, die Android-Version steht kurz vor dem Release. Da sind wir noch ein bisschen am Kämpfen mit verschiedenen Devices, damit das auch überall funktioniert. Dann gibt's noch so zum Beispiel, dass man automatisiert Intros und Outros hinzufügen kann, oder was auch ein großes Feature sein wird, sind dann Mehrkanalaufnahmen, was man als Podcaster leicht machen kann, dass man verschiedene Spuren getrennt aufnimmt und dann getrennt hochladet, dann können wir das einerseits audiomäßig besser bearbeiten und andererseits kann man auch dann gute Statistiken rauslesen, wann wer spricht und wer wie viel spricht und lauter so Zeugs. Und ja, dann gibt's natürlich noch weitere längerfristigere Ziele. Da haben wir noch einiges vor, das ich vielleicht doch nicht jetzt verraten will. Gut, du machst das spannend. Schön. Okay, also es bleibt spannend, du machst es spannend und es geht auf jeden Fall weiter. Ja, was die Nutzer natürlich auch immer sofort begeistert hat, die ganze Sache verschenkt ja im Moment noch an die Welt, ne? Kann man so sagen. Ja, genau. Also unser Endziel sozusagen ist es eigentlich, dass man das ganze Podcasten oder nicht nur Podcasten, also das Produzieren von Audio im Web so einfach wie möglich macht. Also so einfach wie Bloggen im Endeffekt. Das ist ja heutzutage schon ziemlich einfach. Also man hat einfach irgendein Content-Management-System, da tippt man seine Gedanken ein und dann hat man schon seinen Blog. Und bei Audio ist das noch viel schwieriger. Man muss zuerst einmal richtig aufnehmen können, muss sich mit Mikrofone ein bisschen auskennen und die ganze Audiobearbeitung. Und dann muss das noch publiziert werden und gehostet werden. Und man braucht für Podcasts noch Feeds und alles Mögliche. Es ist immer noch nach wie vor ziemlich kompliziert. Ne? Genau. Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, weshalb dann viele Podcasts doch
einen relativ frühen Tod erleiden und dann irgendwann einfach eingestellt werden. Ne? Genau, aber nicht, um nicht vom Thema abzulenken, also unser Plan ist eben, dass wir dann ein Freemium-Modell einführen. Und zwar soll es so funktionieren, dass eben so die kleinen Podcaster das weiterhin gratis verwenden können und eben für Leute mit größerer Verwendung, dass die eben dann dafür einen Beitrag zahlen. So wie es gibt eben zum Beispiel Unis, die große Mengen an Auditdaten bearbeiten oder sonstige Institutionen. Mhm. Also da Plan. An dem Modell wird noch so ein bisschen geschnitzt, kann man sagen. Ne? Genau. Georg, wunderbar. Du hast uns einen kleinen Einblick ermöglicht über Auphonic, was sich dahinter verbirgt. Ich bin persönlich begeistert. Ich glaube, viele andere Nutzer auch. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich glaube, den habt ihr sowieso. Ja, hoffentlich. Und der Erfolg wird mit Sicherheit auch noch weiterhin größer werden. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß für euch. Und vielleicht rollt ja dann auch irgendwann der Rubel. Für heute erstmal schönen Dank. Grüße nach Österreich und macht einfach weiter so. Ja, danke für die Einladung und fürs Interview. Gerne. Georg, mach's gut. Tschüss. Ciao.